Hallo, 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 hallo. Hallo Freunde, hallo Freunde, hallo Freunde, hallo Freunde. Willkommen zurück, willkommen zurück, willkommen zurück, zurück. Zu Pokémon Feuergrün, 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 Feuergrün. Es geht weiter, es geht weiter mit einem neuen, Video. Und damit, hallöchen, liebe Leute, wir sind wieder hier auf der Insel Steigedunter. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Auf jeden Fall, letztes Mal sind wir durch die Zeit gereist in die erste Pokémon-Generation und haben Geschlecht gewechselt, mehrfach. Und jetzt sind wir wieder da. Mit 16 Superschutz gehen wir in diese Höhle und suchen mal das Hauptquartier von Team Shocket. Beim letzten Mal haben wir einen Bosskampf gegen Link aus Zelda gehabt. Ja, ich weiß, verrückt. Diese Edition ist einfach nur weird. Einfach nur komisch. Okay, so viel sage ich dazu. Aber lustig und interessant. Auf jeden Fall sehenswert. So, ein Sonderbonbon und circa der fünfte. Ein Superschutz. Gut. Es ist mehr oder weniger egal, wo wir reingehen, hat der Junge gemeint am Eingang. Wir sollen uns nur an den östlichen Eingang? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Wir werden den Scheiß hier mal auseinandernehmen und mal kräftig durchsuchen. Und dann mal gucken, ne, wo wir da landen oder rauskommen. Hier gibt es auch noch ein Item. Ein Supertrank. Und hier oben noch was oder so? Ja, 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 ja. Sieh mal einer an. Noch ein Supertrank. Und da ist noch ein Ausgang oder so? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der Ausgang. Ja, wir finden super viele Items hier. Vielleicht soll ich die anderen Eingänge auch mal auschecken, weil, wie gesagt, die Items sind halt schon real, ne? Nochmal. Ey, wie viele von denen findet man in diesem Spiel? Ein Bilibär. Bilibär. Ne, wer kennt die Bilibär? Wer kennt den guten alten Bilibär? Den Top-Bilibär. So, früher habe ich tatsächlich nicht gewusst, wie man den Scheiß ausspricht oder betont. So. Jetzt sind wir wo da? Und da ist der Typ, ne? Ja. Haha, okay. Alright, I got it. Das heißt, wir können von Eingang zu Eingang hüpfen. Der Schutz sollte sich gerne mal automatisch, ne? Das wäre ein bisschen angenehmer. Ah, hier sind wir. Okay, I got it. Ja gut, jetzt haben wir jeden Eingang, glaube ich, mal gesehen, ne? Das heißt, wir können jetzt die Eingänge mal getrost vergessen. Aber das ist wieder. Moment mal. Okay. Ja, da sind wir. Ah, okay, 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 okay. Östlich. Dann suchen wir mal. Hat er östlich gesagt oder westlich? Er hat mir nämlich noch erklärt, wie wir da hinkommen. Aber wir werden schon herausfinden. So, dann suchen wir einfach mal hier. Da ist nichts. Da waren die Sonderbonbons und das war's dann. Hier ist noch ein Ausgang und hier ist auch nichts mehr. Ich bin wirklich verwirrt. Okay, lass uns ihn nochmal fragen. Ich helfe dir, ruhig dich ein wenig aus. Nein, ich kenne den Weg nicht. Ach Gott. Nein, gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen. Versuche in der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen und versuche den zweiten. Was? Versuche in der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen und suche den zweiten Ausgang. Du kannst natürlich auch woanders in die Höhle gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebene suchst. Ah, ich verstehe. Also hier quasi nicht in den, ne? Dann war das mit Osten tatsächlich richtig. Ey, wir haben 9 Sonderbonbons, ne? Krass. Also,
von hier aus, wir wollen nicht in den höheren Stock, ins höhere Stockwerk. Das heißt, wir ignorieren diese Leiter. Aber hier sind wir wieder hier. Oh, Moment mal, wir sind richtig. Okay, hier waren wir aber schon. Nicht das CQ von Team Shocket, das CQ ist in Fetial City. Fetial City? Ah, ja. Shocket Headquarters. Was haben wir denn hier alles drin? Schutz wirkt nicht mehr. Ja, das ist egal. Hätte so gerne ein Kirlia. Das ist viel besser als so ein blödes Mauzi. Ich wette, der hat Mauzi das Kleid von Kirlia angezogen. Tauboga. Die Levelkurve der Gegner ist aber am Start, ne? So, Golbat, nein. Nichts anderes reinschicken, Eissturm. Oh mein Gott, das sah gerade übel krass aus, ne? Kung-Fu-Strahl. Zack. Der Init wird gedroppt. Und wir outspeeden ab jetzt. Erstauner. Wow. Wow. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Wie oft wurden wir jetzt verwirrt? So. Golbat. Zack. Ich wusste es. Ich wusste es. Level 25? What? Oh mein goodness. Okay, Kreideschrei. Verteidigung sinkt. Ja, zum Glück greifst du... Doch, du greifst physisch an. Du bist ein Mauzi, du bist kein Kirlia. Finte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir müssen mal raus. Wir opfern unser Raupi. Tut mir leid, Depri-Raupi, du musst sterben jetzt. Goodbye. Und wir gehen zu Shilok. Oder so. Da dürfte ein Biss dann reichen. Hinte. Warte mal, du bist kein fucking... Warum denke ich die ganze Zeit, das ist ein Kirlia? Das ist ein Mauzi, Junge. Ey, dieses... Pokémon, die als andere Pokémon verkleidet sind, ne? Das fickt mein Brain gerade. Okay. So ein Kirlia sieht auch viel besser aus als ein Mauzi. Okay. Okay, hier oben ist gar nichts mehr. Hier ist nur der Eingang, das heißt, wir müssen hier weiter. Gut. Wir dulden hier keine Shilok-Trainer. Aber ihr seid Team S. S beginnt wie Shilok. Rudi. So, wieder aufbauen. Ruckzucki. Ja, juckt nicht. Skibidibibababu. So, Radfratz ist tot. Nein, nichts anderes einsetzen. Wir zerfrieren jetzt alle Radfratz. Ey, Schneepika ist echt OP, ne? Schneepika, beste Pokémon. Ich meine, theoretisch könnte ich Schneepika auf Level 30 machen, weil wir haben 9 Sonderbonbons. Und dann gehen wir einfach mit Schneepika durch. Weil ich habe nämlich langsam die Hoffnung aufgegeben, dass wir noch Sefi bekommen. Na, ich glaube, wir spielen jetzt immer Maike. Oh mein Gott. What? Warte mal, Verfolgung? Hä? Aber das hat dann gar nicht geklappt. Lol. Fuck. Gut. Ja, wir setzen den Hypertrank ein. Und jetzt surfe. Oh mein Gott, ey. Der Hyperzahn macht so Damage. Please don't flinch me. Danke. Und tschüss. Alter, der Ratti-Boy, Alter, der war heftig, ne? So, Glumanda kommt ein paar Level weiter. Oder eins. Komm ja nicht auf die Idee, hier rumzuschnüffeln. Es wäre arg unfair von dir, da jetzt unsere Pläne nachzulesen.
Mal sehen, was ihr hier so für Spiele habt. Tetris, Zelda und Pokémon Blau. Nein, danke, von den Spielen habe ich erstmal genug. Oha, da ist noch eine Datei. Oh, die wollte ich nicht sehen. Sorry. Aber hier gibt es noch anderen Stuff. Jetzt wird mir einiges klar. Team Shocket hat die Pokéballfabrik unter Kontrolle. Kein Wunder, dass man keine Pokébälle kaufen kann. Das wäre actually smart, ne? Das wäre tatsächlich nicht mal dumm. So, Beleber, ich meine, warum habe ich jetzt einen Superschutz eingesetzt? Alter, ist da jemand mit einer Trompete oder... hier los? So. Top-Genesung. Habe ich übrigens auch so ausgesprochen als Kind. Genesung. Die Genesung. So, hier ist nichts mehr. What? Ich meine, da drüben ist noch ein Zimmer von Giovanni oder von was auch immer. Und hier kommt man einfach nicht mehr weiter. Mal sehen, was sie hier für Spiele haben. Okay. In Ordnung. Es gibt... Moment mal, bin ich jetzt komplett auf den Kopf gefallen? Es gibt hier nichts. Oh, durch diese Tür komme ich so schnell nicht durch. Ich verstehe. Wir müssen durch die Tür. Wie komme ich denn durch die Tür? Okay, das ist bestimmt wieder irgendein Rätsel, Alter. Was ich nicht gette. Ich meine, bei den PCs kann man nicht wirklich was nachforschen, ne? Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier mal einen Cut und dann... schauen wir mal, ob ich das hier rausfinde. So, meine Guys. Okay, ich habe hier gerade gesehen, ich bin mal zurückgelatscht. Naja, da steht halt, so schnell werde ich hier nicht durchkommen. Deswegen dachte ich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt des Spiels. Und tatsächlich, es sieht nämlich so aus, als ob die Rüpel hier verschwunden sind. Und dass wir quasi hier wieder zurück nach oben surfen können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, das ist ja mal top. Schon wieder. Geil. Egal. Interessant. Es regnet. Achtung, mutiert Pokémon. Ein Sonnenbonbon. Und hier können wir wieder nicht zerschneiden, ne? Pokémon könnte diesen vielleicht zerschneiden. Haben wir... Nein, wir haben immer noch nur Schneider. Mutierte Pokémon. Okay, Moment. Lasst uns mal kurz den Schutz ausklingen lassen. Was ist denn hier? Wieder irgendwie eine Höhle. Ist zwar jetzt ein bisschen Verschwendung von Superschutz, aber das ist okay. Ich will mal sehen, was hier... Mutant E2? What? Ich meine... wollen wir uns so ein Mutanten-Ding holen, Alter? Oh mein Gott, Alter. Was zum Teufel bist du? Okay, tankst du einen Eissturm? Nicht sehr effektiv. Glut? Oh mein Gott. Der Mutant Z3 ist unser Mann. Unser Feuer-Pokémon. So, wir gehen zu Shillok. Digga, das ist bestimmt Feuerstein oder sowas. Vierfachschwäche. Ich meine, kann ich die fangen? Ich hoffe ja. Pokéball los! Der saure Regen löst den Pokéball auf. Okay, dann kann man die nicht fangen. Dann, schade. Dann verschwende ich auch keinen Superball. Lol. Okay, schade. Ich hätte gerne ein cooles Feuer-Pokémon gehabt. Aber gut. Tudu.
Vielleicht gibt's auch hier wieder mutierte... Es gibt hier Mutanten. Lol. Es gibt hier mutierte Pokémon. Das heißt, hier drin kann ich sie fangen, weil hier gibt's ja keinen Regen. Will ich nochmal Eissturm? Komm, theoretisch, wenn es kein Hyrule ist. Fuck. Fuck. Egal. Wir suchen uns nochmal so ein Ding, ne? Also. Yeah, Mutant C3. Z3. Das Ding ist halt nur, der frisst halt nichts, ne? Ich hätte ihn halt gerne in einem höheren Level. Aber der Mutant gefällt mir. Bin ich lustig. So, da geht. Ist es hier saurer Rauch oder so? Oh, 19. Ja. Der hat. Oh mein Gott. Okay. Bro. Daneben. Okay. Eissturm. Das könnte auch wieder sehr eng werden, ne? Okay, wisst ihr was? Wir gehen zu Shillock. Was machen wir mit Shillock? Habe ich überhaupt eine Attacke? Wir haben Biss. Ist nicht Stab. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir mal einen Superball ein, oder? Weil das Ding... Das ist auch ein Nebel! Nein! Genau das habe ich befürchtet. Was ein Troll-Game, Alter. Jetzt haben wir einen Superball verschwendet. What the fuck? Für den Drecksmutant hier. Oh mein Gott, Alter. Weißt du, das sieht cool aus. Und dann will man es fangen, natürlich. Ja, und jetzt haben wir hier wieder sauren Regen, ne? Ja, ja. Leck mich doch am Zuckerle, Alter. Gut. Oder nicht gut, aber egal. Wir holen uns noch Items. Zack. Ein Hypertrank. Gib mir mal meine Pokebälle wieder. Das ist, by the way, Musik aus Ein Belebär. Das ist, by the way, Musik aus Rubin und Saphir, ne? Kyogre und Groudon, als sie das Wetter kontrollieren oder verrückt spielen lassen. So, hier ist ein Haus. Hey, ich war einmal der Einzige, der Pokebälle herstellen konnte. Aber dann kamen so reiche Säcke und haben eine Pokeballfabrik gleich südlich von hier gebaut. Kaum zu glauben, dass sie mir den Schlüssel der Fabrik gegeben haben. Als sie vor Team Shocket geflohen sind. Du kannst ihn gerne haben. Pokeball-Baupläne aus der Fabrik. Wozu brauchst du denn die Pläne? Sagst du nicht, du wüsstest, wie man Bälle herstellt? Ja, aber das sind nur Pokebälle. Superbälle sind noch zu hoch für mich. Stimmt, die kann man nicht aus Aprikoko herstellen. Aprikoko? Wieso sollte ich aus Obst Bälle herstellen? Du Amateur! Die Pokémon essen doch die Bälle doch eher auf, als dass sie sich fangen lassen. Fabrikschlüssel! Okay. Ich meine, cool wäre es gewesen, wenn er uns noch geheilt hätte, aber okay. Achtung, mutierte Pokémon. Hey, was ist denn... Gut, wahrscheinlich haben wir hier auch mutierte Wasserviecher. Lass uns mal gucken. Da oben ist nichts mehr. Da ist was? Ein Salamang. Hier überall, ey. Okay, hier muss man auch wieder Zerschneider haben. Also diese Orte muss man sich scheinbar merken, ne? Weil sonst wird es schwierig. Bah! Leider reicht es nicht, um das Ding zu killen, aber gut. Ah ja, mit Ruckzuckhieb schön nochmal einen Move raushauen, ne? Schön mein Leben zerbersten, Alter. Ja, das ist nervig, dass man nirgends so durch kann. Warum kann der mit 15 Steinwurf, Alter? Okay, wir surfen. Wir surfen hier nur weg. Wir
fahr nach Route 6. Mutan, lol, was hast du denn für komische Arme, Digga? Umklammerung, ja, mit den Armen machst du das bestimmt easy, Alter. Jetzt kann ich nicht fliehen, wahrscheinlich. Und weil Tentacha braucht eine stärkere Elektroattacke mittlerweile, ey. Was? Was ist das denn für ein Schrei? So. Industriezone. Achtung, mutierte Pokémon. Was ist denn mit diesen... Wer hat diesen Regen und diesen sauren... Riesen Verschwörung hier, oder was? Ich meine, wir können unser Licht ein bisschen anpassen. Oh, na, sieh mal einer an. Da unten ist aber Harakesh im Marrakesch los, Alter. Gut. Was haben wir hier? Top-Genesung. Okay. Ja, hier steht überall einfach nur Achtung, mutierte Pokémon. So, machen wir noch den hier. Bah! Leider reicht es auch nicht, weil das einfach zu crazy ist scheinbar für das tolle Pikachu. Aber jetzt sind wir Level up und somit killen wir dieses Level. Hoffentlich. So, wir können einmal um das ganze Gebäude rum. Ein Bilibir. Und ja, ich werde das jetzt jedes Mal singen, weil ich diesen Jingle liebe. Zuerst würde ich gerne noch außen rum. Kann man scheinbar nicht. Dann nicht. Aber hier. Noch ein Sonderbonbon. Jetzt haben wir da 50.000. Pokéballfabrik. Unten drunter steht. Ah, ich verstehe. Die haben ja gesagt, ja, konnten sie nicht mehr machen, weil hier, ne? Gesundheit und so. Nicht vom Team Shocket übernommen. Okay. Fabrikschlüssel benutzt. Oh, Teleporter. Uff, okay. Das wird mal wieder anstrengend, Leute. Aber gut, wir durchsuchen hier. Die Rätsel und die Gebäude sind glücklicherweise relativ kurzweilig. Moment, wir sind wieder beim Ausgang, ne? Okay, ich sehe schon, das wird wieder so einer. Das wird wieder so einer, Jungs und Mädels. Okay, ich versuche mal nach rechts zu kommen. The fuck? Ach, das ist der. Okay, ja, dann benutze ich mal den unteren. Das ist wieder der Eingang. Ah, okay. Nur weil ich dich daran hindere, hier lang zu gehen, ist es noch lange nicht der richtige Weg. Ja, doch. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ah, hier ist ein Rüpel, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Du solltest mir glauben und wieder umdrehen. Hinter dem nächsten Teleporter gibt es nichts. Ah, ja. Tauboga. Ey, du hast da gar keine verkrüppelten Pokémon, Alter. Ich hätte vielleicht heilen sollen. Nope, das hat sogar gereicht. Ey, was? Ach so, ein Golbat. Ich dachte gerade Gengar, Alter. So, 50 wieder hochgeheilt. Und jetzt gehen wir auf den Eissturm. Bah. Das reicht natürlich nicht, weil Golbat ist bulkiger als Tauboga. Wow, wir haben keinen Eissturm mehr. Geil. Vielleicht sollten wir irgendwann mal wieder heilen. So, warte mal, kommen wir hier durch? Kommen wir? Er hatte also tatsächlich recht, ne? Oh, warte mal. Es spielt keine Rolle. Ich glaube, wir kommen so oder so, ne? Ja, lol. Okay.
Diese Umweltverschmutzung durch die Meisterballproduktion ist zwar nicht Durch die Meisterballproduktion? Aber mir gefällt's. Ich konnte unglaublich interessante Pokémon fangen. Du wirst richtig eifersüchtig sein. Du hast diese Dinger. Oh mein Gott, wie hast du diese Dinger? Ich will auch das Ding. Ja, der Meisterball also, ne? Dann war es doch Professor Eich all along, der den ganzen Scheiß hier ausgelöst hat mit seinem dreckigen GX-Ball. Ne? So, sehr effektiv, kritisch. Bam. Schneepika, Level 24. Deine Pokémon mögen zwar stärker sein, aber meine sehen viel cooler aus. True. Dem habe ich nichts entgegenzusetzen. So, hier ist ein Lift. Wie konnten die Mitarbeiter hier bloß arbeiten? Man findet ja nicht mal den Weg zum Arbeitsplatz. Komm mir vor wie bei Sylph Co. True. Was war das? Oh. Oh. Wer bist du denn? Guten Tag, ich bin Siegfried, der Drachentrainer. Bist du auch hier, um Team Shocket zu zerschlagen? Oh, ich finde es schrecklich, wie Menschen versuchen, Pokémon künstlich zu verstärken. Shocket verpestet die Umwelt bestimmt nur, um starke Mutanten-Pokémon fangen zu können. Oh. Und sie machen die Pokewelle dafür und fangen sie dann... Wow, das ist ja übelster Masterplan, Alter. Das ist fast so schlimm wie der Zwischenfall beim See des Zorns. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du redest, aber ein wenig Hilfe kann nie schaden. Na dann, los. Wo ist der hin, der Junge? Okay, zweites OG. Hallo Siegfried, wo bist du denn hin? Wo bist du denn lang gegangen, ey? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Das ist der obvious Weg oder so. Moment mal, was? Wo zum Teufel? Wo zum Teufel ist Siegfried hin? Das ist ein... Ich meine... What? Also hier in dem Spiel muss man teilweise echt suchen, ne? Ist er hier in diesen... Nee. Warum sind diese Schächte überall? Ich kapier's nicht, Alter. Ah, es gibt ein EG. Ja, lol, Digga. Dann, GG. So, ich war auf einem Pokémon-Event und habe den ganzen Sonder-Pikachus gesammelt. Zittere vor Ehrfurcht vor meinem fliegenden Pikachu. Warum hat Siegfried die nicht weggemacht? Ah! Sogar so ein surfendes Pikachu Level 18. Lil. Ja, du mit deinem Ruckzuck-Keep kannst mich mal, Mann. Er ist sogar vom Typ Wasser, ne? Lol, sie haben echt das surfende Pikachu reingemacht. Das habe ich ja noch in Folge 2 oder 3 oder so gesagt, ne? Bisschen Luftballon-Pikachu aus Pokémon Snap. Ja, moin. Geil. Sehr cool. Aber das Schneepika ist scheinbar das Stärkste. Da haben wir es auch. Das Schneepike. Ich habe nichts für Schneepike, to be honest. Ich hätte vielleicht... Nee, Dingens wäre auch nicht gut gewesen, ne? Hätte auch nichts gebracht. Bisasam, weil das Ding ist ja eh Eis. So, kann ich das Ding Donnerwellen zufällig in dieser Gen? Geht das da mal? Ja, das ging noch. Schön. Nein, nicht... Bro. Das ist Flucht, Alter. So, Raupi. Wir beleben gleich mal das Ding da wieder. Oh. 99 Luftballons hingen an dem Pikachu. So, Items. Belebär. Mir ist bewusst, das ist ein Elektro-Pokémon, aber sonst kriegen wir das nie down. So, wir machen mal Routenschlag, damit wir das einfach okay holen können gleich. So, Wasser ist nämlich, wird nämlich, glaube ich, resistiert. Oder. Ah, fuck.
wird Wasser von Eis resistiert oder umgekehrt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt auf Stärke. Denn Stärke ist ein 80er Step, 80er Move. Ist auf minus 2. Das reicht locker. Kein Pikachu. Okay, dann habe ich nichts zu befürchten. Wenn es kein Pikachu ist, na dann. Alter, was ist das für eine Ausgeburt, Mann? Der Fuck. So. Freunde, das war's aber wieder für die heutige Folge. Ich weiß, die Folgen gehen immer übelst schnell vorbei, aber wir werden beim nächsten Mal weitersuchen. Und zwar mit Siegfried durch diese Pokéballfabrik, meine Freunde. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Guckt im Schlingel-Modshop vorbei und ich sage bis zum nächsten Mal. Peace. Bye.